Damit hallo und herzlich willkommen zurück hier in Winnica und im Empire of Elegance, welches in der letzten Folge um die Stadt Forneron angewachsen ist. Was ich sehr, sehr cool finde, weil Forneron ist sehr, sehr nah an Kalitaka. Und Kalitaka ist eventuell unser nächstes Ziel. Mal schauen. Jetzt gucke ich mich erstmal ein bisschen um und warte mal, wie es so weitergeht. Was die ganzen anderen, was die Sun geplant haben, um sich zu rächen und so weiter. Ich habe immer noch Platz für relativ viele Einheiten. Die werde ich eventuell mit Hired Recruits auffüllen. Und ich würde eigentlich gerne Antiope auch zu einem Lord machen, weil ich habe, glaube ich, noch Nettlemist und ich glaube Tempe, das ich vergeben kann. Das ist unter Umständen... Ich schau mal, ob Antiope irgendwas übernimmt. Sie übernimmt momentan nur Looting. Ich meine, mich zu erinnern, dass Looting in Perisno wichtig ist, um von bestimmten Gruppen bestimmte Items kriegen zu können. Aber Skills... Sie hat sehr viele Skills frei. Und ich könnte sie maximal... Ich könnte nicht mal ihr Leadership hier in Skill noch weiter boosten. Das heißt, eigentlich ist sie kein so toller Lord. Vielleicht behalte ich sie fürs Looten. Looting ist, glaube ich, Agi. Gibt's noch? Es gibt hier noch Agi. Das heißt, Looting und Foraging sind die einzigen Skills, die auf Agi basieren, die der ganzen Gruppe was bringen. Ich könnte sie zu meiner Looterin machen, indem ich jetzt Agi komplett hoch tue. Und dann nur auf Looting gehe. Sie ist auch kein so guter Lord, glaube ich. Muss ich mal überlegen, was ich mit ihr mache. Das überlege ich mal. Ich denke, jetzt werde ich erstmal... Wen haben wir hier? Lady Silibethiel. Okay. Wollte nur mal schauen, ob sie Geld braucht. Ja, verkaufen. Gut, dass ich nochmal reingeguckt habe. Und dann hole ich mir neue Hired Recruits. Um meine... Truppen mal wieder ein bisschen aufzufüllen. Oh, und Essen sieht auch gar nicht gut aus. Ach, wobei, das geht noch. So, ist man... Nein, der ist nicht. Lame, schön. Dann holen wir mal weiter irgendwelches billige Zeug rein. Fine Fruits sind es sogar. Sausages. Na, okay, dann kriegen sie auch mal ein paar Würstel. Ein paar Fine Fruits, aber mit dem Rest, das wird schon reichen. Nach wie vor keine... Gourmets hier in der Gruppe. So, neue Lords abwerben. Neue Lords abwerben. Ich habe zwei Städte, die ich vergeben kann. Das heißt, ich kann neue Lords abwerben. Auf dem Weg zur Mercenary-Gilde, was ich jetzt machen werde, werde ich mal gucken, welche Lords ich so finde. Und schau mal. Tailin. Wieso hast du schon wieder nur so wenig Leute? Okay, hier, nimm Geld. Ja, jetzt konnte ich wahrscheinlich wieder meinen Ruf mit ihm ein bisschen pushen, weil ich... Your soldiers patrolling Vindica is defeated. Naja, dumm gelaufen. Da habe ich jetzt wieder ein bisschen Ruf gekriegt, weil ich kriege, glaube ich, immer mal wieder ein bisschen Minusruf, wenn ich irgendwelchen Lords Dörfer gebe und es gefällt einigen anderen Lords nicht. Na gut, das mit den Hired Recruits hat sich jetzt erstmal erledigt. Ich könnte natürlich jetzt wieder sagen... eine Kampagne starten oder jetzt hier Lady Kara sagen, dass sie mir folgen soll, aber... die paar Einheiten brauche ich jetzt dann doch nicht. So, ich mache mich direkt mal auf den Weg nach Lüven und schau mal... Oh, hier ist Onishi, interessant. Oh. Schlagen die beiden sich? Ja, das mache ich eventuell gleich. Da mache ich eventuell gleich mit. Yumi Master und Kamikaze Warrior. Das heißt, die haben nur Melee-Einheiten. Das heißt, ich könnte diesen Archduk hier vorrennen lassen. Ich könnte natürlich auch noch warten, bis die hier da sind. Ich will jetzt halt nicht zu viel Zeit verschwenden, aber der ist relativ schnell, der Lord. Das kostet mich jetzt nicht zu viel Zeit, hier kurz zu warten. Ich könnte natürlich auch noch auf diese Eskorte warten, aber jetzt übertreiben wir erstmal nicht. Die haben jetzt knapp 200 Einheiten und Onishi hat noch 400. Das schaffen wir locker. Aber er war auf 15% unten. Das heißt, ich
Ich hätte doch nicht warten sollen, weil jetzt kann ich Onishi nicht mehr capturen. Naja. Ja, dumm gelaufen, da habe ich nicht mitgedacht. Wer ist denn das? So, mal einmal kurz geruckelt. Du Duke irgendwas. Ja, ich dachte mir schon, weil die Elentor haben sonst, glaube ich, keine. Oh, die ziehen sich schon wieder zurück. Ja, die Elentor haben, glaube ich, sonst keine Einheiten, die zu Fuß unterwegs sind und mit einer Zweihandwaffe. Nur diese Einheiten von der Queen selber. Aber ich dachte mir schon, dass das irgendein Lord sein muss. Ja, die werden jetzt natürlich auf meine Leute losgehen. Das will ich natürlich nicht, aber was soll ich machen, wenn die sich hier zurückziehen und irgendwo hinten ihre Leute aufbauen? Geht mal einen Tick noch zurück. Stellt euch mal bitte hier hin. Hier hättet ihr einen perfekten Schusswinkel eigentlich, wenn ihr von hier schießt. Ah, die fallen sowieso so schnell. Das passt schon. Vor allem, wir haben hier sehr, sehr starke. Ja, wer wird natürlich instant ausgenockt, der Lindy. Wir haben natürlich sehr, sehr starke Bogenschützen hier an unserer Seite. Mit den Elentor auch noch. Das sollte relativ schnell hier vonstatten gehen. Na gut, Alindl ist natürlich ausgenockt. Das habe ich mir fast schon gedacht. Also ist das lieb. Vielleicht kann ich mir auch noch ein paar Kills holen. Schauen wir mal. Ah nee, die werden alles so weggehauen. Vielleicht sah es auch nur erst so aus, als würden die sich hier zurückziehen. Aber eigentlich stehen sie hier relativ gut, weil die haben eine ein bisschen erhöhte Position, können hier richtig schön reinschießen. Wunderbar. Ich will aber auch ein paar Kills haben, um ehrlich zu sein. Jetzt muss ich nur aufpassen, ich will jetzt nicht auch noch umfallen. Alindl ist jetzt halt ausgenockt, das bedeutet, ich muss hoffentlich, also ich muss dran denken und ich hoffe auch, dass ich es tue, bevor ich der Schlacht um Lüven mehr oder weniger beitrete, muss ich warten, dass er wieder auf die Beine kommt. Ich meine, noch gibt es ja keine Schlacht, aber dieser Lord steht irgendwo vor Lüven jetzt gerade rum. Und ja, hoffentlich sind es nicht allzu viele. Aber General Attila ist, glaube ich, der Lord, der mich sowieso schon nicht mag. Mit dem habe ich, glaube ich, schon relativ viel. Oh, aua. 131 Schaden, ja, was will man da machen? Vor allem. Ich weiß nicht, ich habe mir gerade überlegt, was ich hier eventuell machen könnte, aber da fällt mir nichts ein. Keine Ahnung. Ich könnte mich zurückziehen und könnte jetzt nochmal mitmachen. Ich meine, Onishi kann ich so oder so schon nicht capturen. Von daher ist es eigentlich egal, ob ich mich jetzt hier nochmal zurückziehe. Lass die Elentor ruhig mal ein bisschen vorgehen. Wir halten uns hier mal ein bisschen zurück. Hauptsache, ihr entwirrt euch da in der Mitte mal ein bisschen. Ja, Kopfschuss war das wahrscheinlich. 131 Schaden, keine Chance. Mit normalem Schaden gegen mich, da falle ich einfach um. Ich hätte natürlich mein Schild hochhalten können, aber ja, ich habe es nicht getan. So, wir haben relativ viele Crimson Ranger hier an unserer Seite. Das finde ich sehr, sehr schön. Das sind richtig starke Bogenschützen. Ja, die werden jetzt nicht mehr weit kommen. Ich meine, den letzten Kampf hätte ich natürlich auch einfach durchlaufen lassen können, aber so ist es halt um einiges einfacher. Allein die Bogenschützen schaffen es jetzt schon fast, den Kampflok zu besiegen. Aua. Ja, jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. So, jetzt könnt ihr alle mitmachen. Schau mal, wer da hinten so nachkommt. Aua. Ja, ich reite natürlich wieder alleine vor, das heißt, vielleicht falle ich wieder um, aber ich denke, ja, es sind nur noch Ronins. Und die müsste ich eigentlich hier mit der Lanze so erwischen können, dass sie mich nicht erwischen. Mit dem Schwert wird es halt gefährlich. Weil mit dem Schwert muss ich doch ein bisschen näher an die Jungs hier ran. So zum Beispiel, das war jetzt zum Beispiel gefährlich. Geht bloß weg von mir, geht bloß weg von mir. Das hat er sogar abgewehrt. So, komm, Lanze. Sehr schön. Könnt ihr mal wieder gucken, ob ich mit meinem Mount ein paar Leute umrennen kann. Egal, das war's sowieso schon. So. Nur ein toter Sun ist ein guter Sun. Schade, dass ich jetzt halt Onishi nicht mitnehmen kann. Aber was soll's. Jetzt gibt's zumindest ein bisschen Ruf mal bei dem hier. 5 auf 9, ja, wieso nicht? Die nehme ich jetzt mal nicht mit. Moment. Ich könnte natürlich Alindl sagen, dass er sich jetzt. Ja, das sage ich jetzt. Shijin darf eh schon alles upgraden. Dietrich soll seins ruhig behalten. Das ist
meines Wissens nach relativ gut, was er da hat. Tamaris soll auch behalten. Alindel, jetzt darf er auch seine Armor upgraden, weil seine Rube braucht er jetzt nicht mehr unbedingt. Das passt so. Die darf auch alles upgraden, wenn sie das will. Die darf sich auch ruhig einen neuen Bogen nehmen. Auch wenn sie sich dann eventuell einen Bogen nimmt, den man auf dem Mount nicht benutzen kann. Ja, sonst, wenn ich da war. Egal. Irgendwann wird es mir dann schon auffallen, wenn sie sich einen Bogen nimmt. Wo ist denn Bow hier? Wenn sie sich einen Bogen nimmt und man kann es auf dem Mount nicht benutzen, ist halt dumm gelaufen. So, Arrows, eine Einhandwaffe und du kriegst auf jeden Fall auch einen Schild. Ja, ihr sage ich auch schon, sie soll diesen Bogen behalten, weil da habe ich mir wahrscheinlich dasselbe schon gedacht. So, jetzt schauen wir mal. Ja, die werden sich wahrscheinlich diese Yumi-Boss jetzt genommen haben. Wobei es sind keine... Nee, ich glaube nicht, dass sie sich einen Yumi-Bow genommen haben, weil sonst wären ihre alten Bögen hier irgendwo drinnen, glaube ich. Plus ein Wound-Treatment und... Ich weiß aber nicht, while equipped Nurse's Aid. Ich weiß nicht, was das ist. Ich meine, das ein Wound-Treatment, ein Surgery ist natürlich für Alindel jetzt nicht schlecht, aber... Der darf sich jetzt ruhig mal eine bessere Rüstung nehmen. Diese einen Punkte da sind jetzt nicht so wichtig. Ich will jetzt, dass er einen besseren... eine bessere Rüstung hat. Ich gucke jetzt nur mal kurz. Oh, jetzt sieht er sogar richtig böse aus, der Alindel. Ich will jetzt nur mal kurz reinschauen, was die sich genommen haben. Saira hat sich einen anderen Bogen genommen. Equipment. Okay, die hat sich den Drahara-Bow hat die immer noch. Und Antiope wird wahrscheinlich... Equipment. Ja, cannot be used on mount. Das dachte ich mir. Das heißt, die werde ich jetzt mal austauschen. Okay, das passt soweit. Nevermind, dann weiter geht's. Erstmal hier die Camp Defender können alle geupgradet werden. Viragos. Ja, weil soweit ich das glaube, wenn man sich hier in einem Kampf befindet, dann vergeht hier auf der Overworld Map keine Zeit. Sprich, die ganze Zeit, die ich jetzt in dem Kampf verbracht habe, ist auf der Overworld Map gar nichts passiert. Enjoined Makavia, interessant. Ja, Tailin will hier wahrscheinlich schon helfen und anscheinend kommt auch Kalarius hier zum... Aber das hätten sie nicht geschafft. Die werden ganz schön hier verhauen worden. Ich hätte gern, dass mir ein Lord zuerst den Kampf erklärt, weil dann... Obwohl, chargen wollte ich sie doch eigentlich eh lassen. Ach, greift mich einfach an. Jetzt sind aber nicht ganz so viele gecharged, weil es in der Nacht ist. Das heißt, jetzt sind es in Anführungsstrichen nur 1200. Ja, dass der Lord, dieser Lord Kalarius hier jetzt gejoint ist, ist jetzt nicht ganz so cool, weil... Ach ja, ich habe aus Versehen auf Schlachtruf gedrückt. Ist nicht ganz so cool, weil jetzt muss ich mit denen seinen komischen Infanteristen... Oh Mann, jetzt habe ich kaum Bogenschützen auf dem Feld. Verdammt. Das ist jetzt gerade gar nicht so cool. Weil... Jetzt bildet wahrscheinlich seine Einheit. Jetzt sind 56 von ihm auf dem Feld. Und das muss ich vielleicht irgendwie anders machen. Ich meine, ich muss ja sowieso ein paar Leute, glaube ich, töten, sodass ich leaven kann. Aber ich würde ehrlich gesagt ganz gerne ohne ihn kämpfen. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Weil er wird jetzt immer hier in der Nähe bleiben. Das heißt, er wird mir wahrscheinlich immer joinen. Aua. Aua. Das war jetzt etwas seltsam. Ich dachte eigentlich, meine Lanze trifft ihn. Ja, ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil sonst kann ich meinen Leuten vielleicht nur noch sagen, order your troops to attack without you. Und das wär richtig böse. Oder dann muss ich surrendern. Das heißt, das ist jetzt eigentlich eine ziemlich gefährliche Sache hier. Ich muss tatsächlich meine Leute jetzt hier reinchargen lassen. Vielleicht kann ich einige noch ablenken, aber sonst muss ich jetzt echt aufpassen, sonst wird es gefährlich. Ah, die folgen mir auch schon nicht. Okay, das reicht erstmal. Okay, jetzt kann ich schon leaven. Aber wie gesagt, das Leaven wird mir gar nicht mal so viel bringen. Weil ich halt doch nach wie vor den Kalarius immer auf meiner Seite haben werde. Weil jetzt sind halt 50 Leute von ihm und es sind halt nur Nahkämpfer. Und ich habe sogar Sword Sisters am Start. Oh Mann. Jetzt schaue ich mal. Ja,
Jetzt charge mal rein. Ich schau mal, ob ich die hinteren vielleicht ablenken kann. Dann habt ihr nicht ganz so viele hier machen müssen. Aber die sind jetzt eigentlich alle schön in meinem Melee-Ding drin. Die müssten sie jetzt eigentlich alle locker rausnehmen können. Dass zumindest diese Mounted Berserker schon mal weg sind. Na hopp, jetzt mach die restlichen doch schnell weg. Das sind halt doch über 1000 Leute. Okay, das reicht erstmal. 3 Wounded, von denen sind 2 tot. Ist Alindel auf dem Feld? Oh, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ich glaube, das da hinten ist er. Ja, jetzt wo er seine Robe nicht mehr anhat, erkenne ich ihn nicht mehr so leicht. Aber ich meine, ihn gesehen zu haben. So, dann mache ich das vielleicht jetzt nochmal so, dass ich die Mounted Berserker hier wieder rausnehmen lasse. Vielleicht sollte ich diese Kingsmen, diese starken Infanteristen zu meinem Vorteil nutzen. Weil dann könnte ich sie nämlich durchlaufen lassen und könnte tatsächlich denen dann sagen, okay, macht mal die Kavallerie, die hier ankommt, haut die mal um. Das mache ich vielleicht mal. Ich lasse die Kavallerie wieder durch. Aber da folgen jetzt schon relativ, obwohl relativ viele sind es nicht, aber ein paar folgen ja. So, aber jetzt können sie diese Kavallerie wegmachen. Ja, da gehen sie alle drauf. Alle Swift Hunter, alle Mounted Berserker, so will ich das haben. Vielleicht kriege ich ja auch kurz einen Kill. Gefährlich, gefährlich. Hired Knight, Viral Heroin tot. Noch eine tot. So, wir haben 3 Tote. Ja, jetzt sind zumindest bald die ganzen Kavalleristen draußen. Ja, nach wie vor. Ich habe nicht viele Bogenschützen am Start. Das heißt, die ganze Kavallerie hier rauszunehmen, bringt mir eigentlich mal gar nicht so viel. So, die lasse ich jetzt wieder durch. Ja, ein paar sind noch da. Die Mounted Berserker müssen auf jeden Fall weg, bevor ich mich um die Infanterie kümmere. Oh, hallo Infanterie. Schön, dass ihr mich alle angreifen wollt. Ja, jetzt muss ich doch ein bisschen aufpassen. Keinen Grund, hier unnötige Risiken einzugehen. Wobei, ich kann ja mittlerweile schon leaven. Also, order your troops to attack without you ist ja momentan... steht ja gar nicht zur Debatte. Ich kann ja jederzeit leaven. Hallo, Tadzan Bowman. Oh ja, aua. Vor dir habe ich Angst. Aber vor dir nicht. Verdammt, verdammt. Tja, wenn man mit der Lanze nicht trifft. Oh, Spearmans. So, jetzt sind auf jeden Fall schon sehr viele Kavalleristen weg. So. Aber meine ganzen Mädels da hinten, die ganze Kavallerie verteilt sich immer noch ganz schön. So, und solange ich hier diese Infanterie schön ablenken kann. Wobei, jetzt reicht's dann auch. Ja, jetzt sollten sie bald dann alle weg sein. Das wär ein ganz schönes Feld. Na, wobei, jetzt werden die schlechten Kavalleristen natürlich... die guten Kavalleristen, die jetzt tot sind, werden jetzt wahrscheinlich durch diese ganzen Swift Hunter und Season Scouts und was weiß ich, wie die alle heißen, ersetzt. Obwohl, da sind schon noch relativ viele. Hier sind ja noch jede Menge Mounted Berserker. Ja, nach wie vor sollte ich eigentlich eher ein bisschen einen auf Nummer sicher machen, aber das, was ich hier gerade mache, ist überhaupt nicht auf Nummer sicher gehen. So, schön stehen bleiben. Überall so viel Kavallerie, das bin ich ja gar nicht gewohnt. Nach wie vor fehlt mir auch immer noch die letzte Horde, daran denke ich gerade, weil um die Sun endgültig loszuwerden, muss ich ja noch diese letzte Horde von denen besiegen. Aber... wo ist die? Ich sehe sie im Chat zumindest nicht. Okay, jetzt ist Alindel ausgenockt worden. Das heißt langsam... ja, aber es sind immer noch zu viele. Also durchlaufen lassen werde ich das jetzt noch nicht. Ich hoffe, Alindel ist jetzt wieder am Start. Ich lief jetzt mal. Okay, Alindel ist da. Sehr schön. Upgraden kann ich niemanden. Ausgenockt wurde sowieso kaum jemand. Das heißt... Zeit wirklich verschwenden tue ich jetzt hier nicht. Wer bist du denn? Das ist Tailin, der hat auch keine so tollen Einheiten. Ich muss jetzt mal gucken, was hier jetzt passiert. Ja, hier kann ich jetzt zum Beispiel schon mal... Na, obwohl, die werden ihn doch nicht lieben. Wenn ich ihn jetzt angreife, wird der da hinten wahrscheinlich auch noch mitmachen. Aber das Daily Training werde ich noch schnell investieren.
Dann wird Tailin mir gleich joinen, aber der hat jetzt nicht so viele Leute, das ist mir eigentlich egal. Genau, der hintere Spearhead da ist nicht gejoint. So, es sind auch gleich viele Leute auf dem Feld. Aber halt wieder relativ viele von Tailins Einheiten. Ich weiß gar nicht, diese King's Guards, ich weiß gar nicht, wie stark oder schwach die sind. Ich frage mich auch, ob alle grundsätzlich Feuerpfeile schießen. Ich habe das Gefühl, nicht alle machen das. Für die ganzen Pfeile, die hier rumfliegen, ist mir das ein bisschen wenig Feuer. Aber das ist momentan, soll nicht unser Problem sein. Wir sollten uns momentan erstmal darum kümmern, dass wir Lüven befreien. Was wollte ich denn machen? Ich wollte... Ha, umgelaufen. Ich wollte eigentlich zur Mercenary-Gilde, genau. Weil die Schlacht um Lüven dürfte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Das sind jetzt noch die paar Kämpfe hier und dann ist das Thema auch schon erledigt. Und aua. Und dann gehe ich mir neue Mercenaries holen. Okay, das war mir jetzt ein bisschen gefährlich. 18 Leute nur tut. Na, das muss jetzt ein bisschen besser gehen. Also jetzt müssen wir schon ein paar mehr wegmachen. So, stellt euch mal auf. Ja, das sind schon sehr viele Infanteristen hier. Naja, ich kann es nicht ändern. Schauen wir mal. Okay, da kommt aber relativ viel Kavallerie. Die könnte ich mal alle durchlaufen lassen. Oh, Swift Hunter und Mounted Berserker, das sind noch relativ viele. Die lasse ich mal alle durch. Jetzt gehe ich mal nicht zu nah ran. Und ich gucke mir derweil hier die Infanterie an. Hoffe, dass hier jetzt kein verirrter Pfeil mich trifft, will ich jetzt nicht gleich hier umfallen. Aber da sind, glaube ich, schon schlechtere Einheiten. Da sind schon die ersten Trained Swordsmen am Start. Das heißt, die Gruppe ist eigentlich, wenn die Kavallerie draußen ist, ist es schon wieder hier. Freiwild. So, ein, zwei Kills hole ich mir auch. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, neue Hired Recruits ist auf jeden Fall eine Idee wert. Und dann ist wohl Kaletaka als nächstes auf der Speisekarte. Weil Kaletaka, da werde ich natürlich relativ viele Lords brauchen, die mir da helfen mit starken Nahkampfeinheiten. Aber das ist auf jeden Fall zu machen. So, jetzt geht mal ein Stück vor. Genau, dass ihr hier vielleicht runterschießen könnt. Aber das ist dann auf jeden Fall zu machen. Wenn ich Kaletaka übernehmen würde, habe ich eine neue Hauptstadt und vier neue Städte da unten. Und dann werden mir die Lords joinen. Denn wenn ich mit Kaletaka dann... wenn Kaletaka dann ausgelöscht ist, habe ich noch eine Fraktion weniger, mit der ich im Krieg bin. Und dann... Das sehen die anderen Lords natürlich auch. Dann sagen sie nicht mehr von wegen, oh, würde ich dem Reich of Elegance joinen, wäre ich von Feinden umzingelt. Das hat uns ja einer schon mal gesagt. Aber das würde er dann nicht mehr sagen. Weil dann sind wir nur noch mit den Sun im Krieg. Weil Terrania gibt es ja schon nicht mehr. Und dann schauen wir, was weitergeht. Terrania habe ich eigentlich als eine relativ starke Einheit in Erinnerung. Die hatten relativ harte Einheiten. Ich meine mal, dass ich mit denen relativ viele Probleme gehabt habe. Oh, geht mir doch aus dem Weg. Weg, 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 weg. Au, au, au. So, jetzt können wir hier mal wieder ein bisschen Nutzen von unseren ganzen Pfeilen machen. So, die Infanterie folgt mir fast komplett. Oh ja, die Spearmaster auch. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ja, jetzt wird auch mein Mount gleich umkippen. Ja, aber das ist jetzt die Runde. Einmal muss ich mich vielleicht noch zurückziehen und dann hat sich der hier schon mal erledigt. Mit Glück war das auch gleich der Lord, der die Kampagne... Oh, 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 oh! Der die Kampagne hier geleitet hat. Und dann hat sich... die Schlacht um Lüven. Ach nee, Moment. General Attila hieß es, glaube ich, hat Lüven besiegt. Und das ist, glaube ich, nicht Attila, gegen den ich hier gerade kämpfe. Das heißt, dann hat sich die Schlacht noch nicht erledigt. Aber dann ist der schon mal weg. Und dann wird Attila jetzt auch nicht mehr so das große Problem sein. Weil ich meine, auch nur zwei Lords gesehen zu haben, die Lüven angegriffen haben. Das heißt, wenn der schon mal weg ist, dann ist wahrscheinlich nur noch Attila da und dann... dürfte das auch gleich erledigt sein. So, ihr bleibt alle mal schön hier stehen und lasst euch bitte von Pfeilen töten.
Das wäre sehr freundlich. So, das passt schon. Die restliche Infanterie hier dürfte jetzt nicht mehr so das Problem werden. Was haben wir? Oh, wir haben aber noch ein paar Longbowmans. Ein paar... Ja, wir benutzen unsere Pfeile. Noch will ich da nicht reinschauen. Oh, da laufen sogar gerade ganz viele hier an mir vorbei. Und direkt durch... Oh, da sind noch Spearmans. Ja, eventuell muss ich mich doch nochmal zurückziehen. Oh nein. Geht mal weg von mir. Jetzt muss ich nur aufpassen. Ich will nicht umfallen, bitte. So. Wir sind schon gleich auf. 50-50 sind die Leute verteilt. Eventuell ist das jetzt hier schon die letzte Runde. Geht nochmal einen Ticken vor. Wobei, das Schlachtfeld gefällt mir eigentlich auch wieder überhaupt nicht. Am liebsten hätte ich es, wenn ihr hier stehen würdet. Aber das ist relativ weit vorne. Vielleicht kann ich die mal ablenken. Och, geht doch weg von mir. Vielleicht kann ich die mal ein bisschen ablenken, sodass ich meine Mädels da oben mal schön aufstellen kann. Ja, ich glaube, das passt. Ja, die folgen alle mir, das ist sehr schön. Dann können sich meine Mädels da oben locker aufstellen und können da richtig schön runterschießen. Dann ist das unter Umständen auch schon der letzte Angriff. Sollte ich natürlich aufpassen, dass ich jetzt nicht ausgenockt werde. Schön ist auch, wenn die hier... Oh, da ist sogar eine Sword-Siste dabei. Ne, das ist keine Sword-Siste, das ist eine Femme Fatale. Das Schöne ist, wenn die hier runterschießen und die Einheit, auf die sie eigentlich zielen würden, verfehlen, ist es bei so einer großen Gegnerzahl natürlich völlig egal, weil da trifft der Pfeil auf jeden Fall irgendwen anders. New enemies have arrived. Soll ich mal Reinforcements callen? Ach nee, dann ist hier wieder so viel auf dem Feld unterwegs. So, wie sieht's denn momentan so aus? 75 Leute schon tot. Das geht doch ganz gut voran. Schaue ich mal, wie die Reinforcements aussehen. Okay, da sind schon relativ viele von diesen Trained Swordsmen dabei. Ein paar normale Spear-Typen sind noch dabei. Aber nichts, wovor ich Angst haben müsste. Außer, ja, das hätte jetzt gefährlich werden können. Ein paar laufen, glaube ich, durch. Eventuell, um auf Nummer 100% sicher zu gehen, könnte ich mich noch einmal zurückziehen. Das mache ich eventuell auch. Schauen wir mal, wie sie jetzt durchkommen. Nicht auf mich schießen. Der hat auf mich geschossen. Ich habe es genau gesehen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich jetzt das hier so laufen lassen soll. Weil da werden jetzt wieder ein paar sterben und wenn ich das immer zulasse, dass in jedem Kampf hier ständig meine Leute wegsterben, werde ich nie eine ordentliche Basis haben. An Sharpshootern und an Virago Herons und was weiß ich was, wenn die alle immer wegsterben. Ich schmeiß mal einen Schlachtruf rein. Tylene Rogue Kingsman. Halt, den will ich haben. Das ist ein normaler Spearman. Der ist, glaube ich, ziemlich hart. Ja, Spearmaster. Ja, jetzt werde ich es durchlaufen lassen. Weg, nicht meine Leute angreifen. Ach ja, Alindel ist ja nicht am Start, oder? Es war Alindel am Start. Der ist vielleicht in einem, im letzten Mal, wo ich mich zurückgezogen habe, wieder ausgenommen worden. Wie sieht's denn aus? Momentan sind 8 Leute tot und 17 wounded. 9 Leute tot. Ja, ich denke, Alindel ist da. Wobei schon viele sterben. Er geht weg von mir. Oh, jetzt habe ich aus Versehen wieder für Reinforcements gecallt. Weil dieser Schlachtruf, der ist auf der Taste B und die Reinforcements sind auf V. Es ist halt relativ nah beieinander. Also jetzt ist hier gleich auf dem Schlachtfeld wieder ordentlich was los. Da kommen sie auch schon. Jetzt haben wir schon 15 Tote. Ja, das hätte ich nicht machen sollen. Hoffentlich waren es jetzt nicht wieder nur Heroines und Virados und so und Maiden, Hired Sharpshooters und was weiß ich was. So. Dann weg mit euch. Aua. Ja, das ist jetzt eventuell ein bisschen blöd. Ich guck mal. Oh ja, komm her, komm her, komm her. So, weil ohne einen Mount. Hörst du auf, den zu schlagen?
Weil ohne Mount ist es ein bisschen ungut. So, Lord Talin hat mir geholfen, vielen Dank. Von deinen Einheiten sind wie viele gestorben? Nur 3 Stück. Oh Mann. Da lebt noch jemand. Ja, da hinten irgendwo. Oh, hier ist sogar ein totes... Ach ja, stimmt, ich habe ja meinen... Ich habe ja mein armes Wölfchen verloren. Soll ich ihn noch begraben? Ja, ich hoffe, armer Wolf. Oh ja, der hat so ein richtig so ein Messer in der Brust stecken, Pfeil in der Seite. Oh weh, jetzt hattest du einen Grund, Cripple zu sein. Schauen wir mal. Es entkommen, die dürfen gleich in die Garnison, den Rest nehme ich hier mal mit. Jetzt ist mein Inventar schon wieder voll. Okay, das tausche ich jetzt nicht alles aus, nur hier so ein paar und das reicht. So, was sieht's mit Alindel aus? Alindel ist schon wieder down. Das bedeutet, ich werde erstmal ein bisschen rumlaufen. Viragos und neuer Sharpshooter 28, naja. Darf ich kurz in die Stadt rein und schnell verkaufen, bitte? Danke. Wobei, die scheinen schon alle abzuhauen. Vielleicht hat sich das jetzt auch jetzt schon erledigt. Garnison. Alle Männer in die Garnison. Zack, 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 zack. Ja, jetzt habe ich schon wieder Platz für fast 100 Einheiten. Ja, aber ich will jetzt nicht so viele von denen. Ich will lieber gucken, was die Mercenaries mir anzubieten haben. Weil ich schätze mal... Ach ja. Jetzt habe ich Wait hier vor so einem Time. Das wollte ich nicht. Ich nehme mal die ganzen Prisoner wieder mit, die meine ganzen Lords dankbarerweise hier reingepackt haben. Was wollte ich machen? Habe ich verkauft? Ja, fast. So, ich hoffe, euer Angriff hat sich jetzt erledigt. Ich habe jetzt nämlich echt andere Sachen zu tun. Ach, ich muss eher auf Alindel warten. Halt, Return to Game. Das war einmal Escape zu viel. Ja, General Attila ist immer noch da. Das heißt, der greift mich hier immer noch an. Alindel 19%. Ich glaube, die heilen sich schneller, wenn ich in der Stadt warten würde. Aber da habe ich jetzt momentan keine Zeit, das hier auszutesten. 20. Okay, wenn die abhauen, wäre das toll. Dann ist nämlich nur noch Attila mit seinen 400 Leuten. Das heißt, es sind 700 Leute. Jetzt kommen die... Oh. Naja, egal. Ohne Alindel will ich das nicht machen. Hoffentlich greifen die jetzt... Ich schau mal, da ist Myri... Irgendwie 2 Lords waren hier drin. Oh, hier ist sogar relativ viel los. You must be Queen Marida Troy. My brother Lord Regal has spoken most highly of you. I'm delighted to make your acquaintance. Den haben wir hier noch. Kalarius, aha, die bringen alle ihre Schwestern mit. Interessant, der High Marshal ist da. Myrina ist da und braucht Geld. Tyrikas ist da und braucht kein Geld. Oh, ich könnte eine Mercenary-Party anheuern und damit Lord Attila umhauen. Aber 211.000, nee. Oh, Lord Regal, interessant. Ihr habt ja, oh, sehr hübsche Tochter. My husband, Lord Kalarius. Okay. Sehr, sehr hübsche Tochter. Chamberlain, du... Alles klar. Wer bist du noch? My brother, Lord Kalarius. Oder so. Okay, ich könnte natürlich eine Mercenary-Party anheuern, aber... nö, die sind mir zu teuer. Following Spearhead. Oh, die greifen 400 Leute gegen 9... Oh, da könnte ich mitmachen. Und könnte... Ruf sammeln. Doesn't want to join you. Ja, irgendeinen von den Arulo habe ich gefragt. I would be in a better position in the court of my current leech. Interessant. You're in no position to come to my help. Naja, was soll's. So, ja, wenn ich jetzt schon mitmache. Oh, aber dieser Spearhead folgt auch denen. Das heißt, ich könnte diese Spearheads hier ablenken. Das sind jetzt 700 gegen... Da machen wir mit und machen dann direkt den nächsten Spearhead kaputt, wenn der hier rankommt. So, wir helfen dem Archduke. Da kriegen wir hoffentlich relativ viel Ruf. Chargst du rein? Das wäre nämlich ziemlich blöd. Ja, der chargt rein. Das will ich ehrlich gesagt nicht. Die Map gefällt mir nicht. Die Map gefällt mir besser. Es ist aber blöd, dass du rein chargst. Ja, jetzt chargt er nicht. Weil das ist ein bisschen sehr gefährlich.
jetzt kontrolliere ich natürlich wieder die Einheiten von diesem anderen Lord. Das heißt, ich habe nur 44 von meinen Leuten auf dem Feld. Geht mal vor und chargt mal rein. So, die Kavallerie lasse ich durch und die Infanterie nehme ich mit. Das heißt, wir machen wieder dieselbe Taktik wie gerade eben. Jetzt können die sich nämlich schön alle um die in ihre Kavallerie kümmern. Natürlich werden die Truppen des Elentor-Lords hoffnungslos aufgerieben. Oh, gefährlich. Nee, das war mir zu gefährlich. Die werden natürlich hoffnungslos aufgerieben, aber so ist das Leben. Vielleicht sollte ich mich zurückziehen, weil jetzt kriegen sie schon relativ stark auf die Mütze. Wobei, die machen das schon. Mir kann es egal sein, ob die befreundeten Lords sterben. Solange meine Leute nicht sterben. Oh, der schießt auf mich, das sehe ich. Oh. Ja, aber jetzt ist auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Teil der Kavallerie weg. Da spawnen aber noch relativ viele und auch noch relativ viele gute. Mal schauen, vielleicht kann ich jetzt wieder die Infanterie hier mit rausnehmen. Welche Infanterie? Es sind ja fast nur noch Kavalleristen hier unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich das durchlaufen lassen soll. Also solange, die nehme ich jetzt einfach mal alle mit. Die bleiben alle mal an meiner Seite. Und die ganzen, jetzt spawnen hier gleich wieder Reinforcements von denen. Und dann schaue ich mal, dass ich da wieder einen relativ großen Teil von denen hier ablenke. Oh, die werden jetzt aber zu hart ausgenockt, ehrlich gesagt, die Leute. Wir haben 2 Tote, das ist in Ordnung. Die haben 17 Tote. Jetzt hat der Elentor-Lord noch 1, 2, 3 Einheiten. Und er chargt mit den 3 Einheiten, die er hier hat. Das Schlachtfeld gefällt mir nicht. Er hat... Ich kann es nicht genau sehen. Du chargst... 4 Einheiten hast du noch und du chargst rein. Muss das sein? Also wenn du jetzt rein chargst, ist mir egal. Dann sterben deine Leute halt. Ja, dann lass sie halt sterben gehen. Wobei, sie haben umgedreht. Sehe ich gerade. So, ihr kommt alle mal einen Ticken vor. Ja, aber die werden trotzdem sterben. Auch die letzten Einheiten hier von dem. Aber so ist das Leben. Darf ich den treffen? Nee, darf ich nicht. Aua. 197 Schaden und mein Mount hat es überlebt. Interessant. Kann ich... Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich wollte euch eigentlich ganz gerne ablenken, aber... Jetzt werden die letzten Elentor-Lords draufgehen. Aber solange sie nur an Conscious genockt werden, pa. Also es sollte richtig schön viel Ruf sein mit denen. Ja, die laufen schon alle wieder alle durch und wollen hinter zu meinen Einheiten. Da ich natürlich nicht so viele Leute auf dem Feld habe, ist ein Großteil davon Infanterie. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Es ist kaum irgendwelche starken Bogenschützen da. Jetzt chargt mal rein und macht mal die paar Infanteristen weg, während ich hier den Großteil ablenke. So, schauen wir mal. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob er Lindel da ist. Komplett ohne jemanden, der Surgery hat, ist es natürlich klar, dass das hier so ein richtiges Massaker wird. Ist mir auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen zu viel Massaker, wenn ich ehrlich bin. Okay, er hat noch 600 Leute. Der Elentor-Lord hat jetzt gar keine Einheiten mehr. Also jetzt sind alle Einheiten, die jetzt auf dem Feld sind von mir. Das Feld wäre eigentlich ganz schön. Ich muss mir noch einen Ticken vortun. So, bleibt hier mal stehen. Ja, es sollten jetzt nicht allzu viele durchlaufen. Also entweder haben die sich noch nicht positioniert oder wir haben einfach keine starken Bogenschützen. Kommt, Mädels. Oh ja, ja, ja. Gefährlich, 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 gefährlich. Ja. Shield broken. Okay, jetzt ist mein Schild wahrscheinlich endgültig kaputt. Ich schau mal, ob es jetzt endgültig kaputt ist. Nein. Aber es war doch vorher schon kaputt, oder nicht? Ich meine, es war vorher schon cracked. Egal. Jetzt ist es halt cracked, cracked, cracked. Sieht man aber gar nicht an, oder? Sieht immer noch aus wie neu. Naja, man soll ja nicht immer nur nach dem Aussehen gehen, Jungs. Die inneren Werte zählen.
So, Queen Marie d'Artois beweist das. Obwohl eigentlich kann ich das so nicht sagen, weil nach dem Aussehen kann man durchaus bei ihr gehen. Wenn ich mir ihre dicke Rüstung angucke. Aber jetzt lassen wir uns hier mal nicht ablenken. Wir haben schließlich hier noch gegen jede Menge Sand zu kämpfen. Oh, das war sogar ein Lanzenträger. Gefährlich, gefährlich. Aua. Oh, da war schon wieder ein Lanzenträger ganz nah an uns vorbei. Gut, es folgen mir schon wieder relativ viele. Das heißt, ihr kümmert euch mal um die paar, die durchgekommen sind. Ah, da sehe ich schon die ersten Peasants. Aber ich sehe halt auch immer noch hier diese Spearmaster oder so. Oh, Achtung, bloß nicht an einem Baum hängen bleiben. Oh, gefährlich. Jetzt ist mein Schild schon wieder kaputt. Interessant, das hat jetzt nur einen Schlag gebraucht und dann war es sofort komplett kaputt. Hm. Ich dürfte es ja theoretisch eh schon nicht mehr tragen können. Weil ich habe ja in irgendeinem Kampf habe ich ja schon einen Schildskill verloren, weil ich ausgenockt worden bin. Und theoretisch dürfte ich das ja eh schon nicht mehr tragen. Ja, wenn ich das durchlaufen lasse, ich weiß jetzt gerade nicht, woran ich jetzt gerade stecken geblieben bin. Aber mein Schild ist immer noch da. Es wird zwar wahrscheinlich nicht viel aushalten, aber es ist noch da. Ja, diese ganzen Nahkampfeinheiten gehen mir trotzdem ein bisschen auf die Nuss, weil ich hätte schon gerne lieber viele starke Bogenschützinnen und nicht so viele Nahkampfeinheiten. Schauen wir mal, wie viel mein Schild aushält. Na, es hält. Ein paar Schläge hält es noch aus. Jetzt müsstet ihr aber eigentlich hier viel besser reinschießen können. Ja, da fehlen mir einfach ein paar Bogenschützen. Geh mal weg hier, Swiftmaster. Swift Hunter. Verzeih mir. So, sind sie schon durch. Ja, ein paar Kavalleristen sind durch. Aber was soll's. Ich will den da. Verdammt, daneben. Dann nehme ich den da vorne. Spearmaster. Wie viele sind denn tot? 39 gerade mal. Ja, da geht schon noch ein bisschen mehr, oder? Oh, oh, au, au, au. Ja, Lindel scheint auf jeden Fall gerade nicht am Kampf teilzunehmen. Wenn ich mir angucke, wie viele Leute hier einfach sterben. Hm. Ja, die muss ich wieder hochtrainieren, das hilft nichts. Ich habe jetzt keine Lust, aus dem Kampf rauszugehen, weil wenn ich jetzt aus dem Kampf rausgehe, kriege ich den Ruf bei dem Elentor-Lord, dem ich hier gerade helfe, auf keinen Fall mehr. So, die neue Infanterie wird jetzt eh zerrissen. Hoffentlich, dann kann ich die hier vielleicht mitnehmen. So, wer ist denn hier hinten? Wer bist du denn? Ein Sun Train Swordman. Ja, die laufen jetzt alle durch. Jetzt, oh, 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 oh. Wen haben wir hier noch? Ich hätte natürlich schon noch gern ein paar Kills, aber so natürlich nicht. Autsch. Boah, wie viele Leute hier sterben. 9 Leute von mir tot. Das ist echt kein guter Kampf. Ja, ich muss, aber so ist es. Ich muss Leute reinholen danach. So läuft das Spiel halt. Es sterben halt einfach mal in einem Kampf relativ viele. Wobei mir das schon fast zu viele sind. Können wir nicht noch ein bisschen Nutzen machen von unseren Pfeilen? Halt, das Schlachtfeld will ich nicht. Das ist schon besser. Macht doch mal ein bisschen Nutzen von euren Pfeilen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Hired Sharpshooter ich schon wieder verloren habe. Ich werde es mir nach dem Kampf mal etwas genauer angucken. Halt, ich könnte die hier wieder durchlassen. Der, wobei, jetzt laufen die eh schon mir hinterher. Hier, geht hier mal durch. Mounted Archer. Die kenne ich ja gar nicht. Sun Mounted Archer. Sagt mir gar nichts. Ich kenne nur die Swift Hunter. Was soll's? Wir schauen mal, was hier hinten so los ist. Weil jetzt läuft es, glaube ich, hoffentlich zumindest ein bisschen besser. Jetzt werde ich es auch durchlaufen lassen. Naja, das war eigentlich kein so toller Kampf. Also wenn die Sun mich weiterhin so hart ständig hier meine Hauptstädte angreifen, werden sie eventuell irgendwann Erfolg haben. Aber ich werde es schon zu verhindern wissen.
So, jetzt geht's nur noch drum, hier die Einheit hinzuräumen. Jetzt lebt nichts mehr Starkes. Es kommt hier noch nach. Aua, das hat ganz schön viel Schaden gemacht. Das darf ich schon wieder ein bisschen aufpassen. Weil ausgenockt werden will ich trotzdem nicht. Weil ich wollte ja schon, vor ein paar Folgen habe ich mal gesagt, boah, ich muss doch jetzt mal irgendwelche Folgen hier überleben können. So. Dann folgt mir doch alle, Jungs. Während... Oh, eine Femme Fatale hat euch so, hat sich sogar euch angeschlossen. Immer diese Verräter. Wobei, dürfen wir wirklich von Verrätern sprechen? Wie viele Verräterlords haben wir in unseren Reihen? 5, 6 von Tolrania. Dann sogar einen Ellenswar-Lord schon. Also, was das anbelangt, sollten wir eigentlich froh sein, dass es Verräter gibt. Wobei man einem... Oh, jetzt werde ich umfallen. Wahrscheinlich. Wobei man einem Lord oder 2, 3 Lords zugute halten muss, dass die sich mir erst angeschlossen haben, als es ihre Fraktion gar nicht mehr gab. Wobei, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, wer sich mir wann angeschlossen hat. Weil zählt man immer noch als Verräter, wenn man sich einen neuen Lord sucht, nachdem sein König getötet, also nicht sein König getötet worden ist, sondern nachdem sein Königreich für null und nichtig erklärt worden ist, ist man dann immer noch ein Verräter? Ich glaube nicht. Weil was soll man machen? Soll man die ganze Zeit, soll man den Rest seines Lebens dann irgendwo AFK sozusagen rumsitzen und aua. Ja, ich habe mich gerade auf meinem Stuhl etwas anders positioniert und musste die Hand von der Maus wegtun und konnte leider mein Schild nicht mehr aufrecht halten. Naja, schauen wir mal, wie sich unsere Tolrania-Freunde hier so schlagen. Das sind schon die letzten. Ich meine nicht, dass es hier nochmal ein Reinforcement gibt. Ich nippe mal nochmal kurz an meinem schönen Drink. So, will ich wirklich auf die Todeszahlen schauen? Wir haben schon wieder 14 Tote. Oh Mann. Ja, es gibt immer so diese einzelnen Kämpfe, wo ich sage, ach komm, was soll's, dann sterben jetzt halt ein paar. Und dann läuft der Kampf so durch und es sterben immer mehr und am Schluss stehe ich mit so vielen Toten da. Ich weiß nicht, es ist meines Wissens sogar noch ein Spearhead oder so übrig. Das heißt, eventuell sind wir noch nicht mal am Ende. Schauen wir mal. Habt ihr aber gut gemacht. Sorry, dass so viele gestorben sind. Jede Menge Ruf. Will ich denn eigentlich haben? Cunning. Den könnte ich gleich fragen, ob er sich mir vielleicht anschließen will. Ja, den einen Peasant-Woman. Alle Lords sind ausgenockt. Alle. Oh weh. Ja. Ja, das war ein Massaker. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Wo ist er denn? Der 0 von 4. Well, what is your bidding? Join my cause. Nee, er will mir nicht joinen. Ja, das war... Aua. Oh, ne, General Attila steht hier immer noch, aber er hat jetzt all seine Spearheads verloren. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt mal... Oh, soll ich mich mit dem schon mal schlagen? Aber wir sagen jetzt erstmal, do you have any idea who I am? Actually, yes, yes. I do know who you are, your highness. Please forgive me, your grace. It must be the drink. I'll believe you. Ja, hau ab. Das passiert, wenn man ihn davon scheucht. Aber das nächste Mal werde ich ihn wieder verhauen. So, Viragos soll ich euch gleich mitnehmen. 7 Viragos. Ich könnte sie halt auch locker hochtrainieren. 4000 ist schon viel. Nee, für 7 Viragos mache ich das nicht. Ich gehe einfach zum Ransom Broker, sage, ich will 50 Sklaven haben. Warte einfach auf ein, zwei Daily Trainings und dann habe ich das Geld, habe ich die Viragos nämlich auch schon am Start. Was sind alle ausgenockt? Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall ein bisschen warten und ich werde machen Wait here for some time. Weil es kann sein, dass man sich innerhalb von Städten schneller regeneriert. Das ist allerdings jetzt nur geraten. Da bin ich mir nicht sicher. Wait here for some time. Jetzt muss ich mal... Ich darf nicht zu lange warten. Ich will nicht, dass er Lüven tatsächlich angreift. Okay, ich bin da und Tamaris ist da, aber Lindel noch lange nicht. Ich guck mal, hier hinten ist... Oh, da muss ich mitmachen. Oh, da muss ich mitmachen.
Lord Tallinn of the Empire of Allegiance was defeated in battle, but managed to escape. Mhm. Ich meine aber, dass es mein Lord war, der diesen Kampf begonnen hat. Das heißt, ich werde Ruf bei ihm kriegen. Wenn ich ihm jetzt hier helfe. Und ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viele das überhaupt noch sind. Aber das scheinen ja gerade nur Infanteristen zu sein. Dann werden die gleich mal ihr blaues Wunder erleben. Weil diese Mädels schießen sehr gut. Sehr schön. Ja, dann kriege ich ein bisschen Ruf bei meinem Lord. Das ist jetzt auch mal. Aber mit denen wollte ich mich im Nahkampf auf keinen Fall prügeln. Jetzt überlege ich mir, wie würde man die Sun machen, wenn man keine Bogenschützen hat. Oder auf pure Melee-Infanteristen hier spezialisiert ist. Weil die hauen doch dann einen einfach nur sowas von um. Und so geht's halt richtig einfach. Und jetzt, kurz bevor sie mich erreichen, ziehe ich mich nochmal zurück. Hired Sharpshooter, wer ist es? Slave Girl und Hired Sharpshooter sind die ersten, die sterben. So, das Feld ist auch ganz schön. Ja, ich muss es sowieso mit der Rückzugstaktik machen, denn, wie ihr wisst, ratet, wer am Kampf nicht teilnehmen darf. Alindel. Das bedeutet, wir verlassen uns sehr stark auf diese schöne Frau mit ihrem schönen Bogen. Und diese noch schöneren Frauen, die mir nach wie vor sehr gut gefallen. Das Schwert passt, finde ich, schön dazu. Das bisschen Rot mit dem Grau passt schön zur Rüstung. Der Bogen könnte vielleicht... Vielleicht gebe ich denen denselben Bogen wie meinen Heroines hier, den da. Wenn ich wüsste, welcher das ist. Ich schau mal, ob ich den finde. In dem Menü. Dann werde ich die vielleicht doch nochmal umziehen, werde ihnen den anderen Bogen geben, weil dann gefallen sie mir richtig gut. Vielleicht auch noch andere Pfeile. Vielleicht finde ich noch irgendwelche rot-schwarzen Pfeile. Oh, die werden relativ nahe sogar kommen, wenn ich die nicht ablenke. Aber die scheinen mir fast alle zu folgen. Das ist schön. Was haben wir hier noch? Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Hört auf, mit euren komischen Wurfsternen hier zu werfen. Oh ja, da kommen viele durch. Oder? Naja. Oder auch nicht. Sehr schön, das war's eigentlich schon wieder. Damit würde ich sagen, ist der Kampf eigentlich schon wieder gewonnen. Es waren... Wie viele waren es denn? 400 Leute? Ich glaube 400. Ja, hier diese kleinen Ruckler, die ich jetzt gerade hier habe. Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Die habe ich erst seit ein, zwei Tagen oder so. Ich weiß nicht, woher die kommen. Weil an der Performance liegt es, glaube ich, nicht. Ich habe hier durchgehend so in den heftigen Kämpfen diese Standard 60 FPS sind meistens da. Aber diese kleinen Ruckler zwischendrin, ich weiß nicht, woher die kommen. Vielleicht lag das wieder daran, als die Reinforcements gekommen sind. Weil damit hat das Spiel manchmal Probleme. Interessant, dass da hinten die Party von dem Archduke sich richtig schön zurückhält. Kann ich dein Schild eigentlich nehmen? So. Oh, das ist ja auch schon fast kaputt. Oh, jetzt sind es ja nur noch Bauern. Oder zum Großteil nur noch. Das soll mir recht sein. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, der Kampf ist eh schon erledigt. Und dann muss ich jetzt auf jeden Fall meine Reihen mal wieder auffüllen, weil ich habe sehr viele Leute verloren. Ach, Moment, General Attila steht ja immer noch vor meiner Haustür. Da muss ich mich auch noch drum kümmern. Wobei ich mit den Sun-Belagerungen momentan ganz gut hier schon klarkomme. Wobei, ich konnte jetzt natürlich wieder ein paar davon relativ schön auseinanderziehen und einzeln kaputt machen. Aber die hätten wir auch mit irgendwelchen Lords auf einmal geschafft. Ich muss einfach nur mal mehr... Ach ja, das war sogar der Field Marshal-Typ. Ich habe ja sogar von meinen Marshal-Fähigkeiten mache ich ja fast nie Gebrauch, dass ich allen hier sage, hey, folgt mir und wir greifen jetzt irgendeine Stadt an. Da mache ich ja fast nie Gebrauch davon. Oh, der greift sogar General Attila an. Das ist schön, dass er ihn angreift. Dann kann ich nämlich reinjoinen und kann ihm dann helfen. Dann gibt es nochmal mit dem auch ein bisschen Ruf. Wobei ich nach wie vor noch nicht vorhab,
mich mit den Elentor zu schlagen. Jetzt schaue ich mal, Resistance 11, das hat noch Resistance. Ich könnte es halt eigentlich immer noch, ich dürfte es halt eigentlich immer noch nicht tragen können. So. Slave Girls, alle zu Camp Defendern. Soul Sister, 35 zu Miralis. 15.000, das ist gar nicht mal so viel. Ich kann mich schon mal erinnern, dass ich sehr viel früher sehr viel mehr hatte. Ja, Lindel ist nicht am Start. Das würde ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nur ungern machen. Attila hat noch 83%. Ich muss reingehen. Ich will, dass ich Attila eventuell capturen kann. Schauen wir mal. Ja, die chargen sowieso nicht. Jetzt warte ich erstmal, was die... Oh, die haben Elentor Elites. Ah, die spawnen relativ häufig ohne Bogen. Das bedeutet, die sind mir jetzt gar nicht mal so von so großem Vorteil. Gucken wir mal, wie viele Kills die so holen. Weil genau hier, der hat jetzt zum Beispiel einen Bogen, aber meistens, wie schnell der auch schießt. Also der hat, glaube ich, 600 oder irgendwie sowas an Bogenschützen-Skill hier. Ist schon relativ gut. Aber ich will halt General Attila unter Umständen vielleicht capturen. Ich weiß nicht, wie ich bei dem im Ruf laufe, aber ich meine relativ schlecht. Ich glaube, der einzige Lord, der von den Sun auf mich ganz gut zu sprechen ist, ist General Ho, Hu, Hang, Ho, irgendwas. Den Namen kann ich mir sowieso nicht merken. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen näher dran. Ich sehe, dass die Elentor da nicht so viel davon halten. Aber wir gehen da mal ein bisschen näher ran. Schauen wir mal, wie es jetzt hier läuft. Eigentlich wollte ich den Spearmaster. So, dann ist nämlich dieser Lord auch besiegt. Dann ist die Schlacht im Lüven schon wieder beendet, bevor sie richtig begonnen hat. Das Feld gefällt mir überhaupt nicht. Die drehen sich jetzt hier noch 10 Minuten um sich rum und da tut sich die ganze Zeit nichts. Oh ne, jetzt charge die aber nicht im Ernst, oder doch, sie chargen. Vielleicht kann ich das zu meinem Vorteil nutzen. Aber nicht, wenn meine Einheiten so lange brauchen, bis sie vorkommen. Weil ich könnte es insofern zu meinem Vorteil nutzen. Diese Elentor Elites werden auf jeden Fall richtig viel Schaden anrichten da vorne. Und derweil könnte ich meinen Einheiten sagen, dass sie reinschießen sollen. Archduk Valtauinon. Wenn sie nämlich hier stehen bleiben und da reinschießen würden, könnten die schon viel Schaden anrichten. Weil die Elentor Elites sind richtig starke Einheiten. Also wo die reinhauen, da wächst eigentlich kein Gras mehr. Jetzt hoffe ich natürlich, dass meine Bogenschützinnen hier mal ordentlich mitmachen. Was sie aber, glaube ich, schon machen. Zumindest ist die Virago Heroines. Die anderen brauchen, glaube ich, noch ein bisschen, bis sie sich alle aufgestellt haben. Die Elentor Elites, ey. Die rasen hier durch und die machen hier einfach alles kaputt. Die Elites gegen so ein paar Kamikaze-Warrior. Oh, der hat sogar hier gerade einen umgehauen. Wer war denn das? Das war ein Black Warrior. Jetzt könnte ich meinen Einheiten langsam sagen, dass jetzt dürfen sie auch noch machen. Jetzt helfen wir den restlichen Elites mal. Es wäre natürlich cool, wenn ich den Lord, der jetzt hier gerade im Kampf dabei ist, wenn ich den überzeugen könnte, sich mir anzuschließen. Dann hätte ich einen Lord der Elentor Elites befehligt. Weil dieser erste Lord von den Elentor, der sich hier mir angeschlossen hat, der befehligt irgendwelche Perisno-Einheiten. Die sind jetzt auch nicht schlecht, aber Elentor Elites sind halt nochmal ein Ticken cooler. Oh, da sind noch Spearmans. So, hier holen wir Kills. Ich schmeiß mal einen Schlachtruf für die eine Virago rein, die gerade da ein bisschen gefangen war. Diesmal sterben hoffentlich nicht so viele, aber mit den Elites an unserer Seite geht das alles gleich schon mal 10-mal schneller hier. Ich meine auch, ich habe ja schon relativ viele Elentor Elites irgendwo in den Garnisonen oder nach einem Kampf theoretisch rescuen können. Hätte ich die alle in meine Gruppe aufgenommen und die ganzen Moon Knights und die Falken-Einheiten auch noch dazu, dann könnte ich hier alles mehr oder weniger im Schlaf verurteilen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich will so einen Mount von denen mal reiten, aber da habe ich wahrscheinlich nicht den Skill dafür. Kann ich den Elfen? Oh doch, ich kann es sogar reiten. Okay, das ist jetzt schon relativ
relativ verwundet. Das hat keinen besonderen Speed mehr. Ja, mit den Elentor Elites ist das natürlich alles eine geschenkte Sache an unserer Seite. Der ist self-righteous. Der wird mir sowieso nicht joinen. Er ist auch noch Lord von einem Castle. Well met, Queen Maridator. Okay, er ist abgehauen, das ist mir egal. Die paar Einheiten da sind mir jetzt auch wurscht. Beziehungsweise sind mir egal. So, willst du mir vielleicht joinen? That was a great victory. Join my cause. Nö, will er natürlich nicht. Den da habe ich schon gefragt. Ja, den habe ich im letzten Kampf schon gefragt. Aber es schadet nichts, die mal zu fragen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil, dass die Elentor auch wieder Krieg erklärt haben. Gegen die Sun. Das kann ich schön zu meinem Vorteil nutzen. So, ich denke, Lüven ist erledigt. Die Schlacht um Lüven. Ich werde in der nächsten Folge runtergehen und mir endlich, zumindest plane ich das, runtergehen und mir endlich neue Hired Recruits holen. Mal gucken, ob ich lebendig da runterkomme oder ob ich wieder irgendwelche anderen Sachen zu tun habe. Und dann werde ich natürlich weiterhin versuchen, dass Lords mit joinen und dann wird Kaletaka sehr bald fallen. Sehr, sehr, sehr bald. Da richtet sich mein nächstes Augenmerk drauf. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Jetzt hat der interessante Teil, wir sind mittendrin. Wir streben die Weltherrschaft an und... Aber wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Also hier hinten sind auch noch die Giants, hier sind auch noch irgendwelche Giants. Also wir haben noch sehr viel zu tun. Wir sind... aber auf einem guten Weg. Der Rest geht immer schneller, weil desto mehr Lords ich habe, desto mehr Leute kann ich theoretisch mir folgen lassen. Also desto länger es hier geht, desto einfacher sollte es werden. Aber das sehen wir alles in den nächsten Folgen. Ich mache hier an der Stelle mal eine kurze Pause. Es ist hier sowieso Nacht, dann darf sich Maridator kurz schlafen legen. Und in der nächsten Folge holen wir uns neue Hired Recruits. Und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.